Hallo zusammen. Der Buddhismus ist ja nicht nur ein philosophisches System, sondern der Buddhismus, das ist auch eine Religion. Also der Buddhismus, das ist eine Lebensform. Eine Lebensform, die auf der Basis bestimmter philosophischer Lehren das Leben vieler Menschen gestaltet und prägt. Die philosophischen Lehren des Buddhismus, die wir bisher alle so kennengelernt haben, haben demnach auch eine ganz eminent praktische Bedeutung. Sie geben nämlich den Weg vor für viele, viele Menschen, wie man in konkreten Fragen der Lebenspraxis sich entscheiden sollte. Daher, um diesen Aspekt des Buddhismus ein bisschen näher zu beleuchten, wollen wir uns heute ein wenig mit der buddhistischen Ethik befassen. Und zwar heißt das, die theoretischen Grundlagen der buddhistischen Ethik, die haben wir vor einiger Zeit schon kennengelernt, als wir so über den achtfachen Pfad und so weiter gesprochen haben. Jetzt geht es um die konkrete Anwendung dieser theoretischen Grundlagen auf konkrete praktische Problemfälle, also Fragen der Ethik, wie sie auch wirklich in der Praxis des alltäglichen Lebens auftreten können. Wir wollen uns dazu insgesamt vier exemplarische Problemfälle anschauen und dann mal prüfen, wie der Buddhismus sich dazu verhält, also wie der Buddhismus solche ethischen Problemfälle beurteilen würde. Diese Problemfälle sind Suizid, Abtreibung, die Frage der Ethik der Sexualität und des Vegetarismus. Das sind wichtige Probleme der sogenannten angewandten Ethik und diese Probleme kennen wir natürlich auch aus der westlichen Philosophie und auch hier werden sie immer noch in der Gegenwart intensiv diskutiert. Vielleicht lassen sich ja aus dem Buddhismus ganz interessante neue Impulse gewinnen für diese Debatten, wie sie auch heute in der Gegenwart noch geführt werden. Nun, beginnen wir mit unserem ersten Thema, der Ethik des Suizids. Fangen wir mal mit einem ganz konkreten Fallbeispiel an. Was Sie hier sehen, das ist eines der berühmtesten Fotos des 20. Jahrhunderts. Dieses Bild zeigt die Selbstverbrennung von Thich Quang Duc, einem vietnamesischen Mönch im Jahre 1963 in Saigon. Vietnam war damals und ist es natürlich auch heute noch als ein Land, das ganz massiv vom Buddhismus geprägt ist. Also die große Mehrheit der vietnamesischen Bürgerinnen und Bürger fühlen sich dem Buddhismus zugehörig. Als ein Resultat der französischen Kolonialherrschaft allerdings, die ja ungefähr vom Ende des 19. bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts Vietnam besetzt hielten, gibt es auch eine nicht ganz kleine katholische Minderheit in Vietnam. Und diese katholische Minderheit dominierte von der Gründung des Staates Südvietnam bis in die 60er Jahre hinein diesen Staat und unterdrückte aktiv und teilweise auch gewaltsam die buddhistische Mehrheit. Thich Quang Ducs Suizid steht im Kontext dieser Politik der Unterdrückung und des Protests gegen die Unterdrückung des Buddhismus in Vietnam. Kurz vor seinem Suizid war es zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem vietnamesische Sicherheitskräfte auf buddhistische Demonstranten geschossen haben und dabei mehrere Menschen töteten. Und als Reaktion auf diese gewaltsame Unterdrückung entschloss sich Thich Quang Duc dazu, sich selbst zu verbrennen, um gegen die Unterdrückung des Buddhismus zu protestieren. Es war keine spontane Handlung, also es war nicht eine Kurzschlussidee oder so etwas, sondern es war von ihm selbst geplant und überlegt worden. Er handelte also auch nicht impulsiv, nicht auf eigene Faust, sondern hat sich diesen Plan vorher von buddhistischen Autoritäten absegnen lassen. Trotzdem, sein Suizid wurde damals und wird auch heute noch innerhalb des Buddhismus kontrovers diskutiert. Aber warum eigentlich? Nun, man kann sagen, dass der Buddhismus ganz generell eine sehr kritische Haltung zum Suizid hat. Hier ist es ganz instruktiv für uns, einen Blick in das Vinaya-Pitaka zu werfen, also in die Abteilung des Pali-Kanons, in dem die Verhaltensregeln für Mönche und Nonnen festgeschrieben sind. Zwar bezieht sich das explizit erstmal nur auf die Mitglieder des Sangha, also Mönche und Nonnen eben und nicht die Laien, aber die ethischen Vorschriften, die wir da finden, lassen sich auch ganz gut generalisieren, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was überhaupt so die ethischen Gedanken, die ethischen Vorschriften des Buddhismus sind. So, und im Vinaya Pitaka wird nun explizit festgestellt, dass es für Mönche und Nonnen nicht erlaubt ist, auch nur zum Suizid zu ermuntern oder Beihilfe dazu zu leisten. Das entsprechende Gebot lautet folgendermaßen:
Wer auch immer als Mönch vorsätzlich einem menschlichen Wesen das Leben nimmt oder für diesen nach einem Messer sucht oder die Vorzüge zu sterben lobt oder ihn zum Selbstmord anstiftet und spricht: Guter Mann, was ist das nur für ein übles und elendes Leben für dich? Da ist für dich doch der Tod besser als das Leben. Wenn einer mit solchen Gedanken im Geist auf mancherlei Art die Vorzüge des Sterbens lobt oder ihn zum Selbstmord anstiftet, auch der ist ein Ausgeschlossener, ein Ausgestoßener. Also Beihilfe zum Suizid, Ermunterung zum Suizid sind Verstöße gegen die Vorschriften des Ordens, die zum Ausschluss aus dem Orden führen. Das betrifft auch, wie es hier explizit gesagt wird, Fälle von Tötung auf Verlangen, also zum Beispiel auch bei Schwerkranken. Auch das ist für den Buddhismus nicht akzeptabel. Und das ist natürlich dann für die heutige Debatte von besonderer Relevanz, wenn es um sowas wie ärztlich assistierten Suizid und so weiter geht. Suizid ist für den Buddhismus ein Verstoß gegen das erste Gebot. Sie erinnern sich, das erste Gebot besagt, keine Lebewesen töten oder verletzen. Natürlich, primär bezieht sich das erstmal nur auf das Töten und Verletzen anderer Lebewesen als man selbst. Aber dennoch kann man sagen, der Suizid ist problematisch, eben weil er eine Tötung ist und weil es eine Handlung ist, die aus Vernichtungsdurst geschieht. Auch hier erinnern Sie sich nochmal an das, was Sie am Anfang gesagt haben über den Durst und die verschiedenen Formen des Durstes. Es gibt ja diesen Vernichtungsdurst, also den Durst, dass etwas nicht da sein soll, den Wunsch, dass etwas zerstört werden soll. In diesem Fall hier, das Selbst ist es, das zerstört werden soll. Ein Suizid ist also eine Handlung, die aus einem bestimmten Verlangen heraus getätigt wird, nämlich aus dem Verlangen heraus, die eigene Existenz zu beenden. Und weil eben ja der Suizid eine solche von Durst erzeugte Handlung ist, deswegen hat er eine negative karmische Wirkung. Dieses Ziel übrigens, das Ziel, sich selbst zu vernichten, das kann man natürlich durch den Suizid nach buddhistischer Vorstellung auch nicht erreichen. Der Suizid ist kein Ausbruch aus dem Kreislauf der Wiedergeburten. Aus dem Kreislauf der Wiedergeburten kann man gar nicht ausbrechen, anders als durch Erlösung. Der Suizid ist also nicht das Ende der eigenen Existenz, wie überhaupt der Tod niemals das Ende der eigenen Existenz sein kann, sondern es ist bloß der Übergang in eine andere Existenzform. Und diese neue Existenzform wird natürlich eine schlechtere sein, aufgrund der negativen karmischen Wirkungen, die der eigene Suizid mit sich bringt. Das bedeutet dann auch im Kontext einer buddhistischen Weltsicht, gibt es insgesamt eine geringere Motivation, überhaupt Suizid zu begehen. Der Suizid kann das Leiden nicht beenden. Das steht etwas im Gegensatz zu unserer im Westen vorherrschenden Vorstellung, dass der Suizid so eine Art letzter Ausweg aus dem Leiden ist. Das ist etwas, also man nimmt sich das Leben, um dem Leiden ein Ende zu setzen. Eine geläufige Formulierung. Aber nach buddhistischer Vorstellung geht das natürlich nicht. Sie können dem Leiden kein Ende setzen, weil ein Ausweg aus diesem Leiden gar nicht möglich ist. Wir bleiben auch über den Tod hinaus natürlich im Kreislauf der Wiedergeburt gefangen und damit im Kreislauf des Leidens. Für den Buddhismus ist der Tod niemals der Ausweg. Das Problem für den Buddhismus, von dem man erlöst werden möchte, das ist ja, dass man nicht sterben kann. Also dieses Nicht-Sterben-Können, das immer wiederkehren müssen ins Leiden, das ist das Problem. Und der Tod kann entsprechend niemals das Ende des Leidens sein. Es ist einfach nur der Beginn eines neuen Zyklus dieses Leidens. Insofern, was soll da der Suizid bringen? Vorher leide ich, nachher werde ich auch leiden. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Form, in der ich existiere und leide. Überhaupt, wenn ohnehin alles leidvoll ist, wie es der Buddhismus ja als eine seiner fundamentalen Wahrheiten lehrt, dann gibt es eigentlich keinen guten Grund oder zumindest weniger guten Grund, das eigene Leiden in irgendeiner Weise als etwas Besonderes zu betrachten. Also es macht wenig Sinn, sich zu sagen, ich leide ganz besonders, mein Leiden ist so schrecklich. Zu leiden, also dem Leid unterworfen zu sein, das ist ja nicht einfach irgendein furchtbares Schicksal, das jetzt gerade mich getroffen hat und dem ich mich irgendwie entziehen muss durch den Suizid, sondern es ist ganz einfach die Grundform des Daseins. Wer leidet, kann sich in buddhistischer Vorstellung einfach sagen, ja, ich leide und alle anderen leiden auch, das ist ganz normal, das ist das, was die Grundform des Daseins ist, zu leiden. Warum sollte ich eine Ausnahme davon sein? Aber es ist nur eine Sache der Motivation, also auch wenn es im Buddhismus eine geringere Motivation gibt, überhaupt den Suizid anzustreben, ist er doch auch aus moralischen Gründen problematisch. Denn,
Das muss auch als ein spezifisch buddhistisches Argument gegen den Suizid verstanden werden. Der Suizid ist die Verschwendung einer kostbaren menschlichen Wiedergeburt. Wiedergeburten als Mensch sind nach buddhistischer Vorstellung relativ selten, aber zugleich auch wichtig. Wir haben schon mal kurz darüber gesprochen, als es über das Thema Wiedergeburt im Allgemeinen ging. Da haben wir gesagt, ne, das menschliche Dasein ist einerseits leidvoll genug, dass wir das Leiden spüren und auch ein entsprechendes Interesse entwickeln, an der eigenen Erlösung zu arbeiten. Aber zugleich sind wir uns auch in unserer menschlichen Wiedergeburt unserer eigenen Situation bewusst genug, haben also genug Selbstbewusstsein, also Bewusstsein über unsere Situation, um tatsächlich auch in der Lage zu sein, die Wahrheiten des Daseins, die vier edlen Wahrheiten des Buddhismus erkennen zu können. Wer als Tier wiedergeboren wird, ist zu sehr ins Leiden verstrickt und ist intellektuell auch gar nicht in der Lage, den Ausweg aus dem Leiden, den Weg zur Erlösung einzusehen. Wenn sie hingegen als Gott wiedergeboren werden, dann sind sie viel zu weit vom Leiden abgeschirmt, als dass sie das überhaupt nur irgendwie interessieren könnte, wie man einen Ausweg aus dem Leiden gewinnt. Die menschliche Wiedergeburt dagegen, das ist sozusagen die goldene Mitte zwischen den Extremen, die stellt den besten Ausgangspunkt dar für den Weg zur Erlösung. Deswegen sollte eine menschliche Wiedergeburt hoch geschätzt und genutzt werden und nicht einfach weggeworfen durch einen Suizid. Wer weiß, wann die nächste Chance wiederkommt. Warum, wenn doch so viele Argumente aus buddhistischer Perspektive gegen den Suizid sprechen, warum hat Thich Quang Duc das dann trotzdem getan? Nun, diesen schwerwiegenden Argumenten gegenüber steht halt die Idee des Bodhisattva-Ideals, über das wir auch schon gesprochen haben. Das Mitleid mit dem Leiden der anderen bewegt den Bodhisattva dazu, die eigene Erlösung hinten anzustellen und erstmal den anderen auf ihrem Weg aus dem Leiden heraus zu helfen. Also als Bodhisattva nimmt man negatives Karma und negative Konsequenzen und Leiden auf sich, wenn man dadurch das Leiden der anderen erleichtern kann. Ein Suizid in diesem Sinne ist also so etwas wie ein Opfertod, also ein bewusstes und ein bereitwilliges Annehmen des Leidens und des negativen Karmas, das daraus resultiert, um anderen Wesen zu helfen, ihr eigenes Leiden zu überwinden. So, dieser Gedanke der kostbaren menschlichen Wiedergeburt, den können wir gleich aufgreifen und mitnehmen in unser zweites Thema, nämlich die Frage des Schwangerschaftsabbruchs und der Abtreibung. Hinsichtlich dieser Thematik hat der Buddhismus eine ähnlich kritische und konservative Haltung, wie wir sie normalerweise von der katholischen Kirche beispielsweise erwarten würden. Praktisch in allen Situationen ist nach buddhistischer Vorstellung eine Abtreibung nicht erlaubt. Auch hier können wir wieder einen Blick in das Vinaya-Pitaka werfen. Hier wird explizit Mönchen und Nonnen untersagt, sich in irgendeiner Weise an einem Schwangerschaftsabbruch zu beteiligen, also durch Gabe von Medikamenten oder etwas Ähnliches. Mönche und Nonnen, die trotzdem dabei helfen, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, werden aus dem Orden ausgeschlossen. Die Begründung dafür, warum man so strikt gegen einen Schwangerschaftsabbruch ist, liegt natürlich auf der Hand. Es ist wieder einmal das erste Gebot. Ein Schwangerschaftsabbruch verstößt gegen das erste Gebot, keine Lebewesen töten. Es ist ja irrelevant, in welchem Stadium der Entwicklung sich ein jeweiliges Lebewesen befindet. Das Gebot gilt absolut, es verbietet die Tötung jeden Lebewesens in jedem Stadium seiner Existenz. Und auch das Prinzip der kostbaren menschlichen Wiedergeburt, über das wir eben gesprochen haben, kommt hier an der Stelle natürlich wieder zum Tragen. Denn durch einen Schwangerschaftsabbruch wird ja einem ungeborenen Menschen die Chance genommen, eine solche kostbare menschliche Wiedergeburt zu erlangen. Also man behindert durch eine Abtreibung aktiv das Streben eines anderen Wesens nach Erlösung, nimmt diesem entstehenden Wesen die Chance, eine günstige Ausgangsposition für das Streben nach dem Nirvana zu erlangen. Für die westliche Ethik sieht die Frage immer so ein bisschen anders aus. Im Zentrum der westlichen Debatte um die Ethik des Schwangerschaftsabbruchs steht immer die Frage, ab wann ist ein Embryo eigentlich eine Person? Ab wann kann man diesem Embryo personale Rechte zusprechen? Die Idee, ganz, ganz grundsätzlich gesagt, ist hier, dass ein Lebewesen bestimmte Kriterien erfüllen muss, um einen solchen personalen Status erwerben zu können. Also das Wesen muss beispielsweise ein Bewusstsein haben, es muss
Bewusstsein von sich selbst, von seiner Umgebung haben, muss ein Interesse an seiner eigenen Existenz haben und so weiter und so fort. Erst dann, wenn es diese Kriterien erfüllt und als Person betrachtet werden kann, erst dann hat das Wesen auch eine unveräußerliche Würde und damit auch einen Anspruch auf den Schutz seines eigenen Lebens. Also denken Sie an das Unkraut, das bei Ihnen im Garten wächst oder etwas, das können Sie ausrupfen und niemand wird Ihnen einen Vorwurf machen deswegen, auch wenn es die Vernichtung von Leben ist, weil dieses Leben kein personales Leben ist und kein Interesse an der eigenen Existenz hat, kein Bewusstsein seiner eigenen Existenz. Der Embryo muss sich nach westlicher Vorstellung also erstmal zur Person entwickeln. Wir alle fangen als unpersönliche, apersonale Wesen an und werden dann erst im Laufe unserer Existenz zu Personen, zu Subjekten ethischer Ansprüche. Wo genau da die Schwelle verläuft, das ist kontrovers selbstverständlich und das hängt sehr viel von den Erkenntnissen der Biologie, aber auch von unserer ethischen Einschätzung dieser Erkenntnisse ab. Die Fristenlösungen beim Schwangerschaftsabbruch, die in den meisten westlichen Staaten implementiert sind, setzen das so ungefähr um die 12. Woche an. Aber es gibt natürlich abweichende Meinungen davon an. Konservative Positionen sagen, mit der Empfängnis bereits ist dieser personale Status gegeben und radikal utilitaristische Positionen gehen auch so weit zu sagen, dass der Personenstatus erst deutlich nach der Geburt erreicht ist und würden damit prinzipiell so etwas wie eine postnatale Abtreibung erlauben. Für den Buddhismus hingegen sieht die Sache ganz anders aus. Da ist das überhaupt keine relevante Frage. Die Person, das ist ja erstmal sowieso nur eine Illusion, und zwar eine Illusion, die entsteht aus dieser Zusammenballung der Khandas, von der wir anfangs gesprochen haben. Und diese Zusammenballung entsteht ja nicht sukzessive Schritt für Schritt, sondern sie ist auf einmal da. Der Mensch ist also in jedem Stadium seiner Existenz Person, oder zumindest diese illusionäre Art von Person, die der Buddhismus akzeptiert. Das heißt, es entsteht auch gar keine neue Person in der Schwangerschaft. Der Embryo, der im Leib der Mutter heranwächst, ist bloß die Fortsetzung, also die Fortsetzung durch Wiedergeburt einer Person, die schon seit einer unbestimmt langen Vergangenheit existiert. Die aktuelle körperliche Form dieser Person ändert sich zwar, ja, okay, das passiert ständig, aber der Prozess, in dem sich diese Person manifestiert, der geht einfach kontinuierlich zurück, immer weiter in eine eigentlich unendliche Vergangenheit. Also es wird niemand Neues zu einer Person, sondern eine Person, die immer schon da ist, nimmt eine neue Gestalt an. Insofern macht die Frage, wann ist der Embryo eine Person, für den Buddhismus überhaupt keinen Sinn. Der Embryo ist immer im buddhistischen Verständnis eine Person. Und wie würde jetzt aber der Buddhismus das entscheidende Argument in der westlichen ethischen Debatte über Schwangerschaftsabbrüche beurteilen? Das entscheidende Argument im Westen ist ja normalerweise das Autonomieargument. Dieses Argument besagt, jede Person hat das Recht, über den eigenen Körper zu bestimmen. Und nur diese Person hat das Recht, über den eigenen Körper zu bestimmen. Heißt also, niemand Drittes kann Anspruch auf meinen Körper erheben. Nur ich darf darüber bestimmen, was mit meinem Körper zu geschehen hat. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip für die westliche Ethik, für Fragen der angewandten Ethik, nicht nur bei Schwangerschaftsabbrüchen, sondern auch bei Organtransplantation, Suizid und so weiter und so fort, ist dieses Autonomieprinzip von ganz zentraler Bedeutung. Für den Buddhismus hingegen wäre eine solche Argumentation einfach nicht akzeptabel. Es gibt ja gar kein Selbst, dass der autonome Herrscher über den eigenen Körper sein könnte. Der Körper ist ja gerade eben nicht der eigene Körper, sondern das ist nur irgendein materieller Gegenstand, der kontingenterweise jetzt gerade aktuell in diesen fortlaufenden Prozess eingebunden ist. Aber der ist eben kontingent und austauschbar und zufällig und der Veränderung unterworfen. Eine ganz wichtige Form der Einübung dieser Nicht-Selbst-Lehre im Buddhismus, was auch in der Meditation immer wieder praktiziert wird, besteht zum Beispiel darin, sich des eigenen Körpers bewusst zu werden, also achtsam den eigenen Körper zu betrachten und sich dann zu vergegenwärtigen, das ist der Körper, das bin nicht ich, das ist nicht mein. Also dieses metaphysische Fundament, das wir für ein Autonomieargument brauchten, die Idee, dass ich über meinen Körper herrsche, das ist gar nicht gegeben, weil es weder das Ich gibt, noch irgendjemand da ist, der sagen könnte, dass dieser Körper mein Körper ist. Empfängnisverhütung jetzt allerdings, im Gegensatz zum Schwangerschaftsabbruch, Empfängnisverhütung wird eigentlich im Buddhismus generell als unproblematisch angesehen. Ganz einfach deswegen, weil
bei dieser Praxis kein Wesen betroffen ist, das in irgendeiner Weise an der Wiedergeburt gehindert würde oder so etwas. Und wenn wir schon dabei sind, dann können wir auch gleich übergehen zum nächsten unserer Themen, nämlich zum Thema Nummer 3, Sexualität. Die buddhistische Sexualethik betrifft insbesondere die Interpretation des dritten Gebots, also kein ungebührliches Sexualverhalten. Das ist im Buddhismus eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, was denn jetzt eigentlich mit ungebührlichem Sexualverhalten gemeint ist. Einerseits ist es so, für den Buddhismus haben im Gegensatz jetzt zu der christlich-jüdischen Tradition beispielsweise Sexualität und Fortpflanzung keinen intrinsischen Wert. Also Sie wissen, in der Bibel gibt es öfter mal diese Aufforderung Gottes, seid fruchtbar und mehret euch. Die Ehe wird in vielen christlichen und auch in der jüdischen Tradition als eine Art religiöses Sakrament verstanden, als etwas, was von religiöser Bedeutung ist. Das alles teilt der Buddhismus nicht. Also es gibt kein religiöses Gebot, Nachkommen zu zeugen. Es ist keine Aufgabe des Menschen, für Nachwuchs zu sorgen. Und es ist auch kein religiöses keine religiöse Notwendigkeit zu heiraten oder so etwas. Andererseits gilt natürlich auch, sexuelles Verlangen ist eine der stärksten Formen des Anhaftens, die wir als Menschen überhaupt haben können. Und entsprechend muss dieses Anhaften, dieser Durst in irgendeiner Weise reguliert werden, um uns nicht auf dem Weg zur Erlösung zu behindern. Für Mönche und Nonnen ist die Sache relativ klar. Für Mönche und Nonnen heißt das vollkommene Enthaltsamkeit. Das entsprechende Gebot im Vinaya-Pitaka lautet so: Wer auch immer als Mönch Geschlechtsverkehr ausübt, und sei es auch nur mit einem Tier, der ist ein Ausgeschlossener, ein Ausgestoßener. Dass hier ein Tier erwähnt wird, hat übrigens was damit zu tun, dass das im Kontext einer Episode steht, in der ein Mönch Geschlechtsverkehr mit einem Affen hat. Und das Vinaya-Pitaka fährt dann fort, sehr detailliert verschiedenste mögliche Verstöße gegen dieses Verbot des Geschlechtsverkehrs aufzulisten. Das geht los mit allen halbwegs gewöhnlichen Sexualpraktiken über Sodomie und Nekrophilie bis hin zu Sex mit Gespenstern und sowas. Also ist eine sehr teilweise sehr verstörende Auflistung von allen möglichen Sexualpraktiken und Fetischen, die explizit als Verstöße gegen dieses Gebot erwähnt werden. Nun gut, der Kerngedanke allerdings dieser langen Auflistung hier ist immer der, dass nur das, was bewusst, also mit Zustimmung und Absicht geschieht, dass das ein Verstoß gegen das Gebot darstellt. Also alle Formen von Sexualität, die unwillentlich oder ohne eigenes Zutun oder etwas erfolgen, die sind keine Verstöße für die Mönche und Nonnen. Aber ganz grundsätzlich gilt für Mönche und Nonnen dieses absolute Gebot der Enthaltsamkeit. Und das schließt auch alle möglichen anderen Formen von Sexualverhalten ein, die nichts mit Geschlechtsverkehr zu tun haben. Also beispielsweise auch Masturbation oder Sex ohne Penetration oder sogar bloßes Anmachen mit eindeutigen Sprüchen werden als Vergehen betrachtet, die einen Ausschluss aus der Gemeinschaft rechtfertigen. Für Laien gilt das jetzt nicht. Also die Vorschriften hinsichtlich der Sexualität sind sehr, sehr streng für Mönche und Nonnen. Für Laien sieht die Sache anders aus. Zwar ist der Buddhismus grundsätzlich der Meinung, dass das Leben in einer zölibatären Gemeinschaft wie im Sangha die beste Option ist, um nach Erlösung zu streben, aber ein Leben in Ehe und Familie ist auch in Ordnung, ist auch gut, wenn auch nicht die beste Option, die man wählen kann. Und hier für das Sexualverhalten innerhalb von Ehe und Familie, da ist insbesondere wichtig, wie nun das dritte Gebot ausgelegt wird, also wie man ein ungebührliches Sexualverhalten verstehen sollte. Primär wird das in allen buddhistischen Traditionen eigentlich auf den Ehebruch bezogen. Also das dritte Gebot verbietet den Ehebruch, verbietet außerehelichen Geschlechtsverkehr, teilweise auch vorehelichen Geschlechtsverkehr, je nachdem, wie das nun interpretiert wird, wobei das nicht so eindeutig ist. Also es gibt generell schon so die Tendenz zu sagen, ja, die Ehe ist der adäquate Ort für jede Form von Sexualität, aber so explizit auf die Ehe beschränkt wird es dann in den meisten Traditionen halt auch nicht. Darüber hinaus
werden dann eben alle Formen von gewaltsamer, ausbeuterischer oder zwanghafter Sexualität verboten. Das betrifft dann solche Sachen wie Vergewaltigung, sexualisierte Gewalt, Inzest, Sex mit Kindern und so weiter und so fort. Also in dieser Hinsicht ist das relativ wenig überraschend, wie das dritte Gebot verstanden wird. Da deckt sich eigentlich die buddhistische Sexualethik weitestgehend mit dem, was in den meisten Gesellschaften als akzeptierte und nicht akzeptierte Formen von Sexualität gelten. Interessant ist jetzt allerdings noch die Frage, welche Haltung der Buddhismus zur Homosexualität einnimmt und ob das einen Verstoß gegen das dritte Gebot darstellt. Diese Frage wird interessanterweise in den ursprünglichen Quellen des Buddhismus gar nicht so explizit thematisiert. Homosexualität taucht nur dann auf, wenn es um homosexuelle Aktivitäten unter Mönchen geht. Die sind natürlich verboten, aber die sind nicht verboten, weil sie homosexuell sind, sondern die sind verboten, weil den Mönchen generell jedwede Form von Sexualität untersagt ist, egal ob sie hetero oder homosexuell ist. Also es ist nicht die homosexuelle Komponente, die hier das Problem darstellt, sondern überhaupt, dass es sich um Sexualität in irgendeiner Form handelt. Homosexualität außerhalb des Sangha wird nicht thematisiert und wird entsprechend auch nicht verurteilt. Also man verliert einfach gar kein Wort darüber. Es gibt allerdings die gar nicht mal so selten vertretene, eher traditionalistische Auffassung, die besagt, dass jedwede Formen von nicht-vaginalem Verkehr eigentlich moralisch nicht erlaubt sind für Buddhistinnen und Buddhisten. Das würde bedeuten, dass allein aus diesem Grund Homosexualität nicht erlaubt wäre. Das ist eine Haltung, die zum Beispiel in den 90er Jahren auch von Dalai Lama so geäußert worden ist, wofür er eine Menge Gegenwind bekommen hat. Und die dann auch später etwas revidiert hat, indem er gesagt hat, also das müsse man natürlich auch verstehen als Ausdruck der spezifischen Zeit und der kulturellen Umstände, in denen diese Gebote entstanden sind. Und es ist durchaus denkbar, dass in modernen Gesellschaften die buddhistische Ethik sich hier anpassen müsste an veränderte Umstände. Also ganz generell lässt sich sagen, dass der ethische Umgang mit der Homosexualität innerhalb des Buddhismus sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Also in den unterschiedlichen buddhistischen Traditionen, in den unterschiedlichen buddhistischen Ländern gibt es sehr unterschiedliche Formen des Umgangs mit Homosexualität, von vollkommener Ablehnung bis hin zu Duldung oder zumindest zu der Ansicht, dass es unproblematisch ist. Insbesondere in der Gegenwart unter westlichen Buddhisten ist die Haltung sehr weit verbreitet, dass Homosexualität, wenn sie nicht Leid verursachend ist, was sie normalerweise nicht sein sollte, eigentlich unproblematisch ist. Das letzte Fallbeispiel, mit dem wir uns jetzt noch beschäftigen wollen, das ist Nummer 4, der Vegetarismus. Und damit im weiteren Sinne eigentlich das Verhältnis zwischen Mensch und Tier, wie es im Buddhismus gedacht wird. Nun, im Gegensatz zu sehr vielen anderen Religionen legt der Buddhismus ja erkennbaren Wert auf einen achtsamen Umgang mit Tieren und überhaupt mit nichtmenschlichen Lebewesen. Nur um ein paar Beispiele zu nennen, das erste Gebot untersagt ja das Töten jeden Lebewesens. Also hier sind ganz ausdrücklich auch die Tiere mit eingeschlossen. Sie erinnern sich an den achtfachen Pfad. Der achtfache Pfad enthielt unter Nummer 5 den Punkt der richtigen Lebensführung. Und diese richtige Lebensführung besagt auch, gestalte dein Leben so, dass du nicht gegen die Gebote verstößt. Unter anderem eben auch nicht gegen dieses Gebot, nicht zu töten. Entsprechend werden dann, wir hatten das damals auch schon gesagt, solche Tätigkeiten wie Jagen, Fischen oder Schlachten als problematisch angesehen. Man sollte besser nicht einen solchen Lebensweg einschlagen. Deutlich erkennbar wird das auch bei der zentralen Tugend des Mitleids. Auch dieses Mitleid schließt alle Wesen, explizit auch die Tiere, mit ein. Und in der buddhistischen Metta-Meditation, also der traditionellen Form, in der das Mitleid kultiviert wird, gibt es eine Passage, die explizit dem Mitleid mit dem Leiden aller Wesen gewidmet ist. Und dabei vergegenwärtigt man sich dann das Leiden aller empfindungsfähigen Wesen und wünscht ihnen, dass dieses Leiden aufhören möge. Also auch hier widmet man sich explizit wieder den Tieren und möchte auch ihnen Mitleid zukommen lassen. Und schließlich sollte man das nicht unerwähnt lassen, insbesondere für den frühen Buddhismus ist das wichtig. Der frühe Buddhismus lehnt nämlich mit aller Deutlichkeit die in den Hindu-Traditionen weit verbreiteten und wichtigen Tieropfer ab.
In der Gegenwart ist das jetzt nicht mehr so relevant, aber für die Zeit des Buddha ist das ein ganz entscheidender Faktor gewesen. Also der Buddhismus legt Wert auf das achtsame und mitleidsvolle Verhalten den Tieren gegenüber. Fleischkonsum jetzt allerdings ist im ursprünglichen Buddhismus nicht strikt untersagt. Also es gibt kein explizites Gebot, das auf Vegetarismus verpflichten würde. Mönche und Nonnen dürfen Fleisch essen, nach der Vorstellung des Buddha, wenn es als Almosen gegeben wird. Also wenn das als Gabe von Laien in die Almosenschale gelegt wird, dann dürfen die Mönche und Nonnen auch Fleisch essen, zumindest wenn sie sicher sein können, dass dieses Tier nicht explizit für sie geschlachtet worden ist. Das Ablehnen des Almosens würde ja auch ein negatives Karma generieren, also durch die Undankbarkeit, die damit verbunden ist. Und es würde umgekehrt demjenigen, der das Almosen gibt, die Chance verwehren, sich ein positives Karma durch seine Gabe zu erwerben. Insofern ist es besser, diese Gabe dann anzunehmen. Vegetarismus wird allerdings, man merkt das schon in den ursprünglichen Texten, als die bessere Option angesehen, aber vorgeschrieben ist es dann eben nicht. Später im Mahayana-Buddhismus sieht dann die Sache allerdings wieder ein bisschen anders aus. Also insbesondere im chinesischen Mahayana-Buddhismus wird dann der Fleischkonsum sehr, sehr kritisch gesehen und oft auch strikt abgelehnt. Eine ganz interessante Quelle dafür ist das Lankavatara-Sutra, also ein sehr, sehr wichtiges Mahayana-Sutra, insbesondere für die Yogacara-Tradition. Das widmet ein ganzes Kapitel der Kritik am Fleischkonsum. Da werfen wir vielleicht mal gerade einen kurzen Blick zum Abschluss rein, um ein ganz interessantes, spezifisch buddhistisches Argument gegen den Fleischkonsum zu präsentieren. Der Buddha wendet sich da an einen seiner Schüler und sagt, Mahamati, in diesem langen Ablauf von Wiedergeburten hier gibt es kein einziges lebendes Wesen, das, wenn es die Form eines lebenden Wesens angenommen hat, nicht deine Mutter oder dein Vater oder Bruder oder Schwester oder Sohn oder Tochter gewesen war. Und wenn man eine andere Form des Lebens angenommen hat, kann man als ein Tier, als ein Haustier, als ein Vogel oder als jemand, der in verwandtschaftlicher Beziehung zu dir steht, leben. Wie kann der Bodhisattva Mahasattva, der allen lebenden Wesen so zu begegnen wünscht, als wären sie er selbst und die Buddha-Wahrheiten ausübt, das Fleisch von einem lebenden Wesen essen, das von der gleichen Natur ist wie er selbst? Also durch den Kreislauf der Wiedergeburten sind alle Wesen letzten Endes miteinander verbunden und miteinander verwandt. Und daher verdienen sie auch den gleichen Respekt, der eben nicht an der aktuellen Form der Wiedergeburt hängen darf. Und dadurch wird der Vegetarismus für den Mahayana-Buddhismus eigentlich zu einem unüberwindlichen Gebot. Wer den Vegetarismus ignoriert, ignoriert damit, dass letzten Endes alle Wesen zu gleichen Bedingungen dem Kreislauf des Leidens unterworfen sind.